Hallo und herzlich willkommen wieder bei ETS 2 im Singleplayer. Wir sind unterwegs nach Bordeaux, wo wir einen Bagger hinbringen. Oh ne, das war's nicht. Oh, Scheibenhonig. Na, dann fahre ich halt so weiter. Ein Gabelstapler bringen wir dahin nach Bordeaux, genau, ja, war richtig. Und bekommen dafür ungefähr 60.000. In der letzten Folge habe ich, Ach, scheiße. Ich bin ja das Dings am machen hier, Scheibenhonig. Muss hier rüber. Jung, fahr schneller, ich muss hier rüber. Mein Gott, ich blinke nicht umsonst. So, jetzt habe ich mich komplett verwirrt selber. So, morgen der Stream. Habt auch alle dran gedacht, hier in den Kommentarbereich zu schreiben, welches DLC ihr habt. Ich hoffe doch mal, ansonsten kann ich heute nicht planen, ne? Beziehungsweise, ich kann zwar planen, aber ich kann euch dann nicht mit einbeziehen. Heute Abend ist Silvester, was habt ihr denn so Schönes vor? Schön auf eine Party gehen oder macht ihr, seid ihr alleine? Macht ihr mit eurer Frau alleine was? Oder was auch immer? Ich zum Beispiel mache mit meiner Frau einen Raclette-Abend. Wir kochen uns schön Fleisch und Hühnchen und so weiter und so fort. Oder eher gesagt, wir racletten. Wir braten uns die Sachen. Ich muss heute noch arbeiten, heute vormittags bis 2 Uhr. Pappnase, fahr schneller. Pappnase! Alter, das kann doch nicht echt nicht wahr sein. Ist doch nicht dein Ernst, dass du mit 60 durch die Kurve, durch den Autobahn fährst, du Penner. So, Entschuldigung. Musst aber mal raus hier. Also das müssten die echt mal ändern. Wenn ihr 80 ist, dann ist auch 80 hier. Und keine 60 oder 50 auf der Autobahn, echt. Wer fährt denn auf der Autobahn 50? Dass man sich immer so aufregen muss wegen der AI. Huch. Und die sich wegen mir, weil ich hier immer die Spur verhedder, ja. So, jetzt können wir aber gemütlich weiterfahren, ne? Wenn alles glatt läuft, sind wir in der nächsten Folge da. Und, ja. Die Streams werden dann wahrscheinlich die weiteren Folgen sein, oder? Ne, die werden Multiplayer sein, das stimmt ja genau. Ich werde ja Multiplayer spielen. Ich hoffe dann mal, dass bis dahin kein Update von Multiplayer kommt, oder dass der geupdatet wurde. Muss ich vorher nochmal testen, ne, ob ich online kommen kann, sozusagen. Bin mal gespannt, wie viele mitfahren wollen. Das ist, ob ihr gestern alle geschrieben habt, ob ihr wer mitfahren will. Bitte mit Namen melden und wenn ihr bei Facebook seid, könnt ihr das auch nochmal als Teilnehmen klicken. Ich weiß ja zum Beispiel, dass Bolle nicht bei Facebook ist. Dafür kann er ja hier reinschreiben, aber ich weiß ja, dass er mit dabei ist, wenn er Zeit hat. Ansonsten sucht er uns nachher wieder. Also 18 Uhr, Leute, ne? Morgen Abend 18 Uhr auf YouTube, Twitch und Hitbox wird wieder gestreamt. Also auf drei Plattformen mit neuem Overlay. Seht
Den Stream werde ich wahrscheinlich auch in 30 FPS machen. Damit ihr Bescheid wisst, ne? Aufnahme wird dann in 60 FPS. Ich habe da nämlich einen Trick rausgefunden, wie ich nämlich streamen kann und dann das Spiel auf normal aufnehmen kann. Das heißt, ich werde das den ganzen Konvoi aus oder den ganzen Stream über aufnehmen und den dann im Nachhinein splitten. So wie ich das eigentlich immer gemacht habe bisher. Aber dann wird das Overlay nicht mit aufgenommen. Und der Chat auch nicht und so weiter und so fort. Das heißt, in den Aufnahmen, in den Folgen, sage ich mal, werdet ihr dann keinen Chat sehen. Ich werde aber den gesamten Stream auch nochmal live stellen bei YouTube. Damit ihr euch, falls nochmal den ganzen Stream anschauen wollt, den auch angucken könnt. Hintereinander durch. Ansonsten werde ich das in mehrere Folgen splitten. Weil ich glaube nicht, wenn ich jetzt 4 Stunden aufnehme, dass irgendjemand 4 Stunden komplett durchgucken möchte, ne? Muss auch noch mal gucken hier, was so ungefähr 3 Folgen Gigabyte fressen an Speicherplatz. Damit ich weiß, wie viel ich ungefähr aufnehmen kann, sag ich mal. Das heißt also, wenn ihr die Aufzeichnung seht, die mehrere Folgen übergeht, werde ich nicht jede Folge euch begrüßen und verabschieden. Nur in der ersten Folge begrüßen und in der letzten Folge verabschieden. Aber das kennt ihr ja schon mittlerweile, denke ich mir mal, ne? Sag mal, haben die jetzt auch schon Blinker am Außenspiegel? Habe ich gar nicht gemerkt. Fällt mir gerade mal so auf. Müsst ihr mal drauf achten. Also ich habe da bisher nicht drauf geachtet und ich sehe das gerade zum ersten Mal. Also die Strecke hier, die bin ich noch nicht gefahren, wie man sieht. Schon mal sehr gut. Das heißt, ich werde schon mal ein bisschen was an Streckenprozente freischalten. Bin gespannt, wann wir in Frankreich sind. Ich möchte wieder nach Frankreich. Weil in Frankreich 90 km/h ist und mir das gefällt. Da gucken Bäume aus der Straße. Jungens, ihr habt da was vergessen. So, mal gucken, ob ich auf der Seite hier bleiben kann. Ich hoffe doch. Sieht aber gut aus. Jawohl. Ich muss gleich pennen gehen, sehe ich gerade. Das heißt, diesmal werde ich wohl die nächste Koje ansteuern. Entschuldigung. Nächsten Schlafplatz, eher gesagt, ne? Ich war gespannt, wann einer küt. Hallo, Radaranlage. Ich bin nicht schnell.
Ach so, ja, für den Stream, das werde ich auch nochmal ankündigen. Bitte ich euch, die Richtgeschwindigkeit einzuhalten, also nicht schneller als angegeben. Weil ich keinen Stress haben möchte mit irgendwelchen Moderatoren oder sonst welchen. Da hoffe ich mal ganz einfach auf euch, dass ihr mich da ein wenig unterstützt. Huch, ein wenig zu stark gebremst. Na, kommst du in die Pötte? Einmal durch Lyon, wo es, glaube ich, leicht ruckelig wird, merke ich gerade. Oh ja, stimmt. Da vorne kann ich mal eben schlafen gehen. Ich weiß nicht, ob das eine. Habe ich Fernlicht an? Oh, falsche Taste. Na? Oh, tatsächlich, ich habe Fernlicht an. Hups. Hab ich gar nicht bemerkt. So, dann werde ich mal eben hier rasten, weil mein Freund hier müde wird. Wer rastet, der rostet, nicht wahr? Und dem Freund da vorne parken wir erstmal zu. So, damit er auch nicht mehr rauskommt. Haha. so, genau. Und dann gute Nacht, meine Freunde. Oh, jetzt habe ich abgesattelt, ich Vollpfosten. Oh. Motor an. Muss ich wieder zurückfahren? Nimm den an. Das ist echt der Knaller hier, ne? Jetzt habe ich außerdem die falsche Taste gedrückt. So, jetzt habe ich ihn wieder. So, dann geht's jetzt weiter. Gucken, ob da ein Autolein kommt. Jo, da ist einer. Ich sehe nichts. Da kommt keiner. Da kommt zwar einer, aber ich heize durch. Reicht von der Zeit her doch dicke. So, 50 km/h, also ein bisschen wenig, ne? Mit 80 können wir hier durchbrettern, ey. Mal Hallo sagen, ne? Das ist die Landstraße, bevor wir in Frankreich reinkommen. Ich glaube, das ist sogar schon Frankreich. Ach klar, Lyon. Ach, ich bin ja beteppert. Dürfen wir hier nur 50 fahren, Alter? Alter! Was geht denn? Einmal SOS anrufen, bitte. Meine Herren, fühlt sich das langsam an.
Dürfen wir jetzt langsam wieder schneller fahren, bitte? Ich finde 50 ein wenig langweilig auf der Landstraße. So, mal nach links gucken, nicht, dass uns einer in die Karre fährt. Oh, wir dürfen 80 fahren. Das Schild habe ich gar nicht gesehen. War da ein Schild? Nicht, dass ich wüsste. Naja, egal. Schön durch die französischen Landschaften fahren. Müssten eigentlich auch Weinberge sein, ne? Es gibt ja auch französische Weine. Aber bisher habe ich noch nichts gesehen. So, jetzt bin ich gespannt. Schaffe ich die Kurve? Wow! Jawohl. Wunderbar, ne? Ups. Oh, 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 oh. Oh, oh, das war... da hat er sich schon ein wenig nach links geneigt. Das war knapp, muss ich sagen. Aber doch noch geschafft. Ich glaube, bei so einer Kurve bin ich früher immer rausgeflogen. Mit 80. Wie ihr seht, habe ich oben noch die Lichterkette drin, die bunte. Ganz einfach, sie gefällt mir richtig toll. Deswegen lasse ich die auch dran. Ist was Schönes, oder? Was herrlich, so schön geschmeidig hier durchzufahren. Finde ich super. Da ist auch schon die Autobahn wieder. Sehr gut. Und wir haben noch 10 Stunden vor uns. Das heißt ungefähr noch eine Folge. Ein bis anderthalb Folgen. So, auf Richtung Lyon nochmal. Komischerweise. Ich habe gedacht, wir wären schon in Lyon durch. Ja, hier können wir auch 90 fahren, das ist auch perfekt, wa? So wie es aussieht, ne, doch nicht. Ich habe schon gedacht, ich könnte hier bleiben, dass ich wieder raus muss, aber das sah nur so aus. So, aber ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen, ein wenig euch, mich verabschieden von euch. Und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. Und sauft nicht so viel. Kommt heile durch das neue Jahr. Tut euch nicht weh. Passt immer schön auf mit den Knallern. Und wir sehen uns dann im Jahr 2017, also morgen wieder. Also, bis dahin, euer Wobra. Denkt an den Däumchen. Bis dann. Ciao, ciao.